Willkommen in meinem Ingenieurskanal bei meinem Video Was ist überhaupt Energie? Ich habe so das Gefühl, dass viele Leute über gewisse Dinge reden und keine Ahnung haben, was das überhaupt ist und was es bedeutet, darüber zu reden. Insbesondere zu Zeiten der Energiewende. Zunächst also hier die Grundlagen. Punkt 1. Energie ist nichts Sachliches wie ein Stuhl oder ein Tisch, sondern Energie ist im Prinzip eine Rechengröße, also Mathematik braucht man dazu, die sich Physiker ausgedacht haben, um die Welt einfacher beschreiben zu können. Und die geniale Einfachheit besteht darin, dass man verschiedene Energieformen immer ineinander übertragen kann. Man kann sagen, Energie ist invariant. Das heißt nämlich, dass sich die Summe aller Energiearten nicht ändert während über die Zeit. Das heißt also, wir haben verschiedene Energiearten. Die bekannteste Formel, E gleich mc Quadrat. Das heißt, Energie und Masse ist proportional. Da haben wir diese Energie oder wir haben potenzielle Energie, also Lageenergie, die brauchen wir in Wasserkraftwerken. Wir haben Bewegungsenergie, wenn sich etwas schnell bewegt, haben wir m halbe v Quadrat, das nimmt die Energie mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu. Wir haben chemische Energie, also wenn wir etwas verbrennen, dann steckt da beim Verbrennungsvorgang auch eine gewisse Energie drin. Und wir haben, Rotationsenergie, dass die Energie, die in einem Körper zusätzlich drin ist, beispielsweise bei einem Auto, das bewegt sich ja nicht nur linear, sondern die Räder drehen sich ja auch. Da steckt dann eine zusätzliche Energie drin. Das sind dann zwei Energiearten. Und so haben sich die Physiker ein System geschaffen, mit dem sie die Welt relativ einfach beschreiben können. Das ist einfach was eine abstrakte Rechengröße. Und die Genialität dieser Rechengröße ist die, dass man letztendlich zu zwei verschiedenen Zeitpunkten eine Bilanz machen kann, wenn die eine Energie in die andere übergegangen ist, und die Summe aller Energien muss immer identisch sein. Also wie so Bilanz, wie ein Buchhalter. Und dann ist das alles korrekt. Also dann, wenn da was anderes rauskommt, dann haben sie irgendwas vergessen. Sagen wir es so rum. So. Und ja, ich werde Ihnen die Genialität dieser Sache an einer lustigen Sache erklären, was in meinem Physikunterricht kommt. Kennen Sie noch die schiefe Ebene? Wir haben ja zwei, wenn man einen Körper, nehmen wir beispielsweise Wasserkraftwerk, da oben steckt im Wasser einfach Lageenergie drin. Die Energie ist M-Masse mal Erdbeschleunigung mal die Höhe. So. Und im Wasserkraftwerk wandle ich die dann erst durch die Fallhöhe in Geschwindigkeit und dann durch diese Sache dann in elektrische Energie um. Mit Verlusten, das gibt ein anderes Video. So, und jetzt kann ich ja ausrechnen, ich lasse irgendwas einen Meter runterfallen und kann dann ausrechnen mit den Bewegungsgleichungen, die V gleich a mal t und s gleich a halbe t Quadrat, kann ich ausrechnen, dass aus einem Meter Höhe, ich ungefähr unten nach einem Meter 5,5 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit habe. So, kann man ganz einfach ausrechnen. So, und jetzt machen wir eine schiefe Ebene. Also wir haben irgendwas Schiefes, ja gut, schiefe Ebene, schief runter. Und dann lassen wir etwas reibungsfrei runtergleiten. Und zwar die Höhendifferenz. Nehmen wir genau einen Meter an. Auch einen Meter. So. Und wenn ich da jetzt anfange herumzurechnen mit Bewegungsgleichungen, dann muss ich die Kräfte aufsplitten in Normalkraft zur Bewegungs- und Tangentialkraft und muss dann über viel Trigonometrie kann ich dann rechnen, wie schnell das dann, nachdem das unten angekommen ist, wie schnell dieser Körper am Ende der schiefen Ebene ist. Es ist fast eine Seite Rechnung, während das senkrechte Runterfallen, das sind zwei Formeln, die ich ineinander einsetzen muss, das sind drei Zeilen ungefähr. So,
Jetzt wissen wir aber, der Energiesatz gilt immer. Können Sie mir folgen? Ich wandle ja potenzielle Energie in Bewegungsenergie um. Also wenn ich was oben runterfallen lasse, einen Meter, dann ist das da unten, kriegt das eine gewisse Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt aber etwas reibungsfrei, eine schiefe Ebene reibungsfrei und nicht rollen, sondern gleiten, runtergleiten lasse, dann weiß ich ja, die potenzielle Energie, die da oben ist, ist immer umgewandelt in kinetische Energie. Und damit wissen wir, dass die Geschwindigkeit am Ende der schiefen Ebene, so kompliziert man das auch rechnen möchte, genau dieselbe ist, wie wenn ich das Ding senkrecht runterfallen lasse. Und das ist beispielsweise, das ist die Genialität des Energiesatzes, weil es der Weg, wie die eine Energie in die andere umgewandelt wird, ist dem Energiesatz völlig egal, sofern keine Verluste dabei sind. Und deswegen ist das, deswegen kann man mit der Energie sehr viel machen und man kann beispielsweise hier bei der Energiewende die Dinge berechnen und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht machen, das mache ich in anderen Videos. Dann gibt es noch, ja gut, dann gibt es noch, was noch zu erwähnen ist, dass die Energie, die Einheit der Energie ist Joule oder Joule. Weiß ich, das streitet man sich, wie das ausgesprochen wird. Das sind die SI-Einheiten. Das ist ein Joule ist eine Wattsekunde. Und jetzt hat man noch die Kilowattstunde. Das ist eine abgeleitete Einheit. Weswegen hat man die überhaupt? Das ist ganz einfach. Da kann man leicht damit rechnen, weil Joule ist eine sehr kleine Energieeinheit. Und da wird die Zahlen so groß. Und wenn ich von Joule in Kilowattstunde umrechne, dann habe ich den Faktor 3,6 Millionen, dann werden die Zahlen um den Faktor 3,6 Millionen kleiner. Und damit kann man für den Haushaltsgebrauch einfach leichter rechnen. Das ist eine abgeleitete SI-Einheit. Und das war es eigentlich schon. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, die werde ich Ihnen dann beantworten. Aber Energie ist nichts anderes als eine Rechengröße, die ich bilanzieren kann. Achso, was noch wichtig ist, der Energiefluss. Fluss Energie pro Zeit. Das ist Leistung. Also der Auto hat so und so viel Kilowatt oder PS früher. 1,36 PS ist umgerechnet 1 kW. Das ist die Leistung. Also Leistung, das eine hat man, also als Energie ist die Einheit ist Joule bzw. Joule oder Kilowattstunde. Während die Leistung, also Kilowatt mal Stunde, wichtig, nicht aufpassen. Ein Kilowatt wird eine Stunde lang abgegeben, das heißt eine Kilowattstunde. Oder, und die Leistung ist dann ein Kilowatt, das ist die Leistung. Das ist dazu zu sagen, das zum Thema Energie. Vielen Dank und das war es auch schon